Moldawien im Frühjahr 2023. Ich reise in ein Land, das zutiefst gespalten ist. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine hat Moldawien im Innersten erschüttert. Nichts ist mehr so, wie es war. Sowohl Russland als auch Europa wollen hier ihren Einfluss geltend machen. Eine Zerreißprobe. Und der Riss geht mitten durch die Gesellschaft. Ich will mit den Menschen über ihre Aussichten sprechen. Die Jungen schauen sehnsuchtsvoll nach Europa. Viele Ältere trauen der Sowjetzeit hinterher. Was eint die Moldawier? Wo sehen sie ihre Zukunft? Ein Blick auf ein kleines Land im Südosten Europas mit so großer Bedeutung für die Weltpolitik. Chișinău, die Hauptstadt Moldawiens, empfängt mich mit Plattenbautristesse. Ein Erbe von 50 Jahren Sowjetgeschichte. Korrupte, Moskau-treue Oligarchen übernahmen nach der Unabhängigkeit die Macht. Jetzt regiert erstmals eine pro-westliche Partei. Doch seit Russlands Angriff auf die Ukraine gehen jede Woche Tausende auf die Straße. Es sind pro-russische Kräfte, die gegen die hohen Energiepreise und den EU-Kurs der Regierung protestieren. Und es sind vor allem die Alten und Abgehängten. Viele sehnen sich nach der Sowjetzeit zurück, als Brot und Zigaretten noch bezahlbar waren und die Heizung umsonst. Moldau soll sich vom Westen lossagen und sich mit Russland solidarisieren, fordern sie. Wir waren Freunde Russlands. Ich weiß nicht, warum unsere Regierung Russland zum Feind erklärt hat. Russland hat uns von den Faschisten und den Türken befreit. Sie haben auch die Rumänen vertrieben, die unsere Eltern verspotteten. Russland war Moldawien gegenüber nie feindlich eingestellt. Angestachelt werden die Proteste von der prorussischen Schor-Partei. Dahinter steckt Ilan Schor, ein Oligarch, der von Israel aus die Fäden zieht. Ich treffe die Investigativreporterin Natalia. Wer steckt hinter diesen Protesten? Wir Journalisten haben uns einfach auch als Demonstranten ausgegeben und nach der Veranstaltung von den Organisatoren Geld bekommen. Wie viel? 400 Lei, rund 20 Euro für 2 Stunden protestieren. Und wer steckt dahinter? Was haben Sie herausgefunden? Die pro-russische Schor-Partei. Die Staatsanwaltschaft hat gegen sie ein Verfahren eingeleitet und eine Menge Bargeld konfisziert. Säcke voll Geld. Wie viel? Meines Wissens nach haben sie bisher 400.000 Euro konfisziert. Wir können davon ausgehen, dass das Geld aus Russland stammt. Ilan Shor, der Gründer der Partei, wurde deswegen von den USA auf die Sanktionsliste gesetzt. Die USA werfen ihm und seiner Partei vor, eine gewisse... Eine Stimmung zu schaffen? Ja, Moldau destabilisieren zu wollen. Glauben Sie, das ist eine ernste Gefahr für das Land? Ja, wie ich schon sagte, gibt es in der Gesellschaft momentan viel gegenseitigen Hass. Das Land ist gespalten in mehrere Lager. In ein pro-russisches, pro-rumänisches und ein pro-europäisches. Leider glauben sie der russischen Propaganda. Moldawien gehört zu den ärmsten Ländern Europas. Die 500.000 Einwohner in Chișinău haben einige Krisen gemeistert. Nach der Pandemie gab es sogar den kurzen wirtschaftlichen Aufschwung. Jetzt aber liegt die Inflation wieder bei mehr als 30%. Viele Rentner verdienen sich auf dem Markt ein paar Lei dazu. Sind das Ihre eigenen Produkte? Ja, aus meinem Garten. Okay. Sind Sie Rentnerin? Ja, wir bekommen eine große Rente. 2000 Lei. Wie schaffen Sie es, mit 100 Euro zu überleben? Wir wissen ja, wer sich die Taschen vollmacht.
Vertrauen Sie Ihrer Regierung? Wir glauben an nichts mehr. Die Regierung hat uns verraten. Ich arbeitete früher jeden Tag und verdiente 70 Cent die Stunde. Wie sollte ich sparen? Wir fordern Gerechtigkeit. Niemand schaut auf die alten Menschen. Früher war es gut, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Glauben Sie an die Kirche? Als ich jung war, arbeitete ich auch sonntags. Aber heute gehe ich hin. Man sollte hingehen. Vertrauen Sie der Kirche? Es geht um Gott. Und deswegen sollte man hingehen. Ja. Moldawien ist mit seiner überalterten Gesellschaft überfordert. Aber das Elend soll niemand sehen. Nur die Profihändler dürfen vor unsere Linse, so will es die Marktbehörde, die die Drehgenehmigung erteilt hat. Er möchte, dass wir auf dem Hauptgang drehen. Da gehen wir jetzt hin? Ja. Und schnell wird klar, wir werden die ganze Zeit beobachtet. Haben Sie eine Familie? Ja, Kinder und ein Mann. Und die Kinder leben in Moldawien? Sie sind aus dem Ausland zurückgekommen. Woher genau? Aus England. England? Okay. Die Fabriken haben geschlossen in Moldau. Sonst hätten sie hier Arbeit gehabt. Was soll man hier arbeiten? Vor allem die jungen Leute. Sie studieren und finden danach keine Arbeit. Deswegen gehen alle weg, weil es hier keine Arbeit gibt. Alles ist teuer. Wie soll man das bezahlen? In Moldau geht es nur ums Überleben. Den Jungen kann Moldawien keine Zukunft bieten. Das Land blutet aus. Wer sind Ihre Kunden? Vor allem Ältere, weil es billig ist. Menschen, die arm sind. Rentner, Arbeiter, arme Menschen. Reiche gehen zu Kaufland und anderen Supermärkten. Dort ist alles teurer. Aus Mitleid bekommen Ärmere hier noch eine Kartoffel oder Zwiebel zugesteckt. Es gibt viele arme Menschen, die sprechen nicht über ihr Leid und ihre Nöte. Die ertragen den Hunger und die Schwierigkeiten. Sie wohnen in der Kälte, weil es kein Brennholz gibt. Was denken Sie über die russische Propaganda? Die Russen machen Propaganda gegen alle. Sie schaden der ganzen Welt. Sie verteidigen ihre eigenen Interessen mit Lügen. Bitte sehr. Das sind Lügner und Terroristen. Es liegt eine Melancholie, eine Traurigkeit über Chisinau. Über die tieferen Gründe will ich mit Julian Grozer sprechen, der die Politik des Landes seit Jahren analysiert. Sie haben sich den Markt angeschaut, oder? Ja, und wir hören, dass die Dinge gerade nicht gut laufen. Das Land und die Gesellschaft ist durch den Krieg in der Ukraine in eine echte Krise gestürzt worden. Etwas, was dieses Land so noch nicht erlebt hat. Und natürlich hat der Krieg auch auf vieles andere sehr negative Auswirkungen. Zum Beispiel auf die Wirtschaft, aber vor allem auf die Energieversorgung. Ganz ähnlich wie in anderen europäischen Ländern. Auch Moldau war weitestgehend abhängig von russischen Gazprom-Lieferungen. Ja. Und wie haben Sie das gelöst? Mit der Unterstützung unserer Partner. Gas, Strom, woher kommt das jetzt? Nun, in den vergangenen 3 Monaten hat es Moldau mit Ausnahme von Transnistrien geschafft, auf russisches Gas gänzlich zu verzichten. Die Regierung konnte mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der EU und der USA Gas auf dem freien Markt beschaffen. Der Regierung ist es gelungen, unabhängiger zu werden, Gas zu kaufen und es in Rumänien zu lagern. Und woher kommt das Gas? LNG oder? Am Markt verfügbares Gas. Das kann LNG oder auch anderes Gas sein. Wir fahren weiter durch Chisinau, wollen die Stadt noch besser kennenlernen. Auf den Straßen ist es erstaunlich leer.
Die heruntergekommenen Wohnblocks sehen so aus, als sei die Sowjetunion gerade erst untergegangen. Doch mittlerweile wurden viele Wohnungen privatisiert. Und sie sind beliebt. Hinter den 70er-Jahre-Fassaden haben viele ihr eigenes kleines Reich geschaffen. Auch die Infrastruktur wurde ausgebaut. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Zeit hier irgendwie stehen geblieben ist. Hallo, wir sind aus Deutschland. Die schönsten Frauen von Moldau sitzen hier. Wohnen Sie hier? Alle in diesem Haus. Sie sind Rentnerinnen? Ja. Ich bekomme weniger als 100 Euro monatlich. Nach den Mietnebenkosten bleibt kaum was übrig. Früher hatten wir Geld für Kleidung und Schuhe. Aber das Hauptproblem ist die Inflation. Wir können nur unsere Lebensmittel und Medikamente gerade so bezahlen. War das sozialistische System besser als das demokratische? Es war viel besser. Wir haben wenig verdient, aber es reichte. Alles war billig. Es mangelte uns an nichts. Ich habe eine Frage. Überall auf der Welt, in Europa und in den USA, ist unser Moldawien sehr beliebt. Ihr wollt uns doch nur unser Land wegnehmen. Ich habe recht, oder? Wer ist verantwortlich für den Krieg in der Ukraine? Zelensky. Wir wollen Frieden, sowohl drüben als auch bei uns. Wir waren mal eins. Alle Republiken waren zusammen. Es war Frieden. Menschen reisten umher. Alle Republiken waren Freunde. Aber heute? Sie meinen während der Sowjetzeit? Jetzt. Ja, jetzt haben wir Angst, dass auch hier der Krieg ausbricht. Die Moldawier haben Angst, zum nächsten russischen Ziel zu werden. Die Unsicherheit kann auch die neue Regierung unter Maia Sandu keinem hier nehmen. Doch welche Träume hat ein junger Mensch, der in diesem entrückten Nostalgiekosmos aufwächst? Ich treffe Nadea, die mir stolz erzählt, dass eines ihrer Kinder in Frankfurt wohnt. Ihre Tochter Michaela lebt noch zu Hause, aber will demnächst studieren. Wie viele aus ihrer Generation spricht sie fließend Englisch. Wir drehen hier gerade eine Dokumentation. Wir wollen verstehen, wie das Leben in Moldau ist und wie viel Angst sie vor dem haben, was gerade in der Ukraine passiert. Was denken Sie über diesen Krieg? Nun, das ist wirklich eine schlimme Sache. Vor allem, weil nicht die Politiker darunter leiden, sondern die einfachen Menschen. Und das macht mich echt traurig. Und wer ist für diesen Krieg verantwortlich? Ich glaube, beide Seiten tragen Verantwortung. Wir leben im 21. Jahrhundert. Das hätte demokratischer und diplomatischer gelöst werden können. Das wäre schon möglich gewesen. Vertrauen Sie den Medien, dem Fernsehen? Ehrlich gesagt traue ich niemandem mehr. Alles ist irgendwie beeinflusst. Die Russen sagen, wir sind die Besten. Aber das behaupten natürlich auch die Ukrainer. Und dann sind da noch die Moldauer, die sagen, wir wollen in die Europäische Union. Man respektiert deshalb jede Meinung. Ich finde es aber besser, sich daraus zu halten. Wie alt sind Sie? 18. 18? Das ist sehr jung. Was bedeutet das für Ihre Generation? Der Krieg? Ja, der Krieg und die Tatsache, dass Sie keine mehr vertrauen. Um ehrlich zu sein, so wie hier damit umgegangen wird, kann ich verstehen, dass meiner Generation vieles egal ist. Ihre Eltern sprechen nicht darüber und noch viel schlimmer, sie wollen auch gar nichts wissen. Viele von uns leben in ihrer eigenen Welt. Nach dem Motto, ich hau ja sowieso irgendwann hier ab, nach Deutschland, nach England und so weiter. Ich verlasse Moldau und der Rest ist mir egal. In den Gesprächen mit älteren Menschen ging es oft um deren Kinder, die alle ins Ausland gegangen sind, Deutschland und anderswohin. Und man spürt diese Traurigkeit darüber. Alle scheinen das Land zu verlassen. Das ist ein großes Problem, ein demografisches Problem. Ja. Eine der zentralen Herausforderungen, vor dem das Land steht. Leider haben unsere Politiker erheblich dazu beigetragen, da wir jahrelang entweder von Kleptokraten oder Stellvertretern Russlands regiert wurden.
Und das hat gerade die junge Elite aus dem Land getrieben. Sie haben ja einfach keine Perspektive mehr für sich gesehen. Erstaunlicherweise haben aber diese Abwanderungen dazu geführt, dass in 2020 und 2021 in Moldau eine an Reformen interessierte politische Bewegung aufkam. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Institutionen funktionieren, die Justiz reformiert und die Korruption bekämpft wird. Hierdurch werden neue Perspektiven geschaffen, für die es sich lohnt, nach Moldau zurückzukehren. So eine neue Perspektive entsteht gerade vor den Toren Chișinăus. Stein für Stein soll dort eine neue Zukunft gebaut werden. Direkt hinter einer Ausfahrtsstraße wird eine Planstadt aus dem Boden gestampft. 1600 neue Häuser und Wohnungen. Großinvestor Czeslaw Ciuri schwebt nicht weniger als die ideale Stadt vor. Sie nennen das hier die deutsche Stadt. Warum deutsche Stadt? Deutsch, weil Deutsch für Qualität steht und bedeutet, dass alles seine Ordnung hat. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. So, da sind wir also. Wir haben in Deutschland gerade eine große Diskussion. Keine Arbeitskräfte, kein Material. Das Einzige, was wir haben, ist eine große Inflation. Wir haben hier dieselben Probleme. Viele unserer Leute gehen zum Arbeiten nach Deutschland. Darum haben wir hier sehr viele türkische Gastarbeiter. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir holen eure Leute und ihr holt Leute aus der Türkei. Ja, aber sie kehren zurück und haben ihre Arbeitseinstellung geändert. Das ist interessant. Das sieht man dann auf dem Bau. Eine Menge erfahrener Leute, die bereits in Deutschland oder Frankreich gearbeitet haben. Glauben Sie, dass Moldawien eine gute Zukunft hat? Wir sind ein Land im Umbruch, eine Art Korridor. Und deshalb sehr abhängig von unseren internationalen Partnern. Wenn wir der Europäischen Union beitreten, wird alles seine Ordnung haben. Dann gibt es Demokratie. Und diejenigen politischen Kräfte, die uns bestehlen wollen, werden keine Chance mehr haben. Die Leute, die Sie beklauen wollen, sind ganz in der Nähe. Auch in Transnistrien zum Beispiel. Das ist eine verrückte Situation. Ist es gefährlich dort? Es ist sehr gefährlich dort. Sehr gefährlich. Du weißt nie, was sie dort im Schilde führen. Transnistrien im Osten Moldawiens hat sich 1992 in einem blutigen Konflikt abgespalten. Und zwar mit Hilfe der Russen. Deshalb steht der Möchtegern-Staat mit eigenem Militär stramm zu Russland, wird aber sonst von keinem anderen Land anerkannt. Transnistrien ist das Pulverfass Moldawiens. Wir passieren viele Kontrollposten auf der Fahrt in den sowjetischen Wildweststaat. Die prorussischen Separatisten halten hier die Tür für Putin offen. Und ihre Geschäfte mit eigener Währung laufen gut. Mehr als die Hälfte der Exporte gehen in die EU. Vor allem Kaviar, Weinbrand und Textilien. Russland darf hier laut Abkommen mehr als 2000 Soldaten stationieren, offiziell als Friedenstruppe. Doch seit dem Angriffskrieg sind sie zu einer unmittelbaren Bedrohung geworden. Für die Ukraine, aber auch für Moldawien. Mich überrascht, wie leer und still es in Tiraspol ist, der Hauptstadt. Ein Stück tiefgefrorene UdSSR. Wo sind die mehr als 100.000 Einwohner? Die Zeit des Kalten Krieges scheint hier nie zu Ende gegangen zu sein. Ein russischer Stützpunkt mitten in einem anderen Land. Wenn
Wenn sie euch als Land erzählen, wir sind friedlich, wir werden euch nicht angreifen, glaubt ihr das? Nun ja, weil... Weil ihr es müsst. Aus unserer Sicht besteht das größte Sicherheitsrisiko weiterhin darin, dass Russland noch immer illegal Truppen auf unserem Territorium stationiert. In Transnistrien. Und es war damals zu Beginn des Krieges nicht ganz auszuschließen, dass Russland diese Streitkräfte gegen die Ukraine hätte einsetzen können. Dazu kam es aber nicht. Einige Monate später begannen dann die Anschläge. Gebäude wurden beschossen. Es waren Provokationen. Der Versuch, der transnistrischen Regionalregierung zu verstehen zu geben, dass sie gut daran täte, sich weiterhin an die Weisungen Russlands zu halten. Dies geschah dann auch im letzten Herbst, als die transnistrischen Behörden plötzlich beschlossen, die Stromversorgung für Moldau einzustellen und Russland zeitgleich seine Gaslieferungen nach Moldau drosselte. Wir mussten eine Zeit lang Strom aus Rumänien importieren, bis Moldau zusammen mit der Ukraine an das europäische Stromnetz angebunden wurde. Durch die Vernetzung mit der Ukraine bekommen wir jedoch die Auswirkungen der russischen Bombardements auch hier zu spüren. Es kam so auch bei uns schon zu Stromausfällen. Die Moldawier in der Grenzregion leiden besonders unter der Energieknappheit, seit die Stromversorgung aus Transnistrien gekappt wurde. Und weil auch Brennholz knapp ist, bleiben jetzt viele Häuser kalt. Die Bauern in Dorotkaja bewirtschaften auch viele Felder auf der anderen Seite der Grenze. Ihre Existenzgrundlage ist in Gefahr. Haben Sie Angst vor dem Krieg? Wer hat denn keine Angst? Wir haben alle Angst. Wir wollen Frieden. Hier war bereits 92 ein Krieg. Wir wollen Frieden. Wer braucht Krieg? Und wer ist verantwortlich für diesen Krieg? Beide Seiten. Ich kann es nicht sagen. Ist das hier ein transnistrisches Kennzeichen? Ja, Transnistrien. Wohnen Sie dort? Nein, hier. Und warum haben Sie dann dieses Kennzeichen? Es ist billiger. In dem kleinen Dorf in der Grenzregion leben die Menschen als Selbstversorger. Die Not schweißt zusammen, man hilft sich gegenseitig. Petro und sein Sohn kümmern sich um Autos und Traktoren. Sie sind die Schrauber im Ort. Das ist ein interessantes Dorf, in dem ihr hier lebt, aber auch sehr kompliziert. Wir sind hier von Polizei und verschiedenen Checkpoints umgeben. Überall stehen Soldaten. Wir sind hier die ganze Zeit eingeschlossen. Als ob wir in einer Überwachungszone sind. Wir sind nicht frei. Wir müssen ständig durch eine Kontrolle gehen. Hier und da, überall Kontrolle. Nein, wir sind nicht frei. Fühlt ihr euch bedroht? Habt ihr Angst vor der russischen Aggression? Wir hatten große Angst, dass die Raketen uns auch treffen könnten. Ich war 92 hier und habe den Krieg bereits erlebt. Meine Kinder haben das nicht erlebt, aber ich kann mich gut daran erinnern, wie es ist, wenn eine Rakete einschlägt. Die Menschen waren geschockt, als es vor einem Jahr in der Ukraine losging. Sie wussten nicht, was sie machen sollen. Die Grenze ist sehr nah, man kann alles hören. Die Polizei war hier mit ihren Einsatzwagen. Sie beobachteten alles, ganz genau. Wie war das 1992, als der Krieg in Transnistrien losging? Eines Tages begannen urplötzlich die Schießereien. Wir haben nicht damit gerechnet und konnten es nicht glauben. So plötzlich, ohne Vorwarnung. Als wir den Ernst der Lage erkannten, gingen wir in den Keller. Hier in der Nähe, zwei Straßen weiter, saß eine Familie an einem Tisch. Vater, Mutter und die Kinder. Eine Rakete flog plötzlich rüber. Sie zerstörte ihr Haus und explodierte in der Küche.
Als ich aus dem Keller kam, hörte ich die Nachbarin schreien. Ich rannte hin und sah, dass ihr Mann keinen Kopf mehr hatte, nur noch den Hals und ein Ohr. Der Sohn war auch tot. Diese Bilder kann ich bis heute nicht vergessen. Grausam. Hier in der Nähe, bloß zwei Häuser weiter. Es war grässlich und brutal. Dann war es irgendwann vorbei. Und wir hofften auf eine bessere Zukunft. Aber da warten wir immer noch drauf. Jetzt sehen wir die Menschen in der Ukraine. So wie es bei uns damals war, so ist es jetzt bei ihnen. Und was denken Sie generell über diese russische Brutalität, die Bereitschaft zur Gewalt? Da kann man kein gutes Wort drüber verlieren. Das darf man einfach nicht machen. Was sie der Ukraine angetan haben, ist eine große Sünde. Das darf einfach nicht passieren. Seit 1992 wissen die Moldawier, was russische Aggression bedeutet. Das Trauma des Bruderkriegs spaltet die Gesellschaft bis heute. Und der Riss geht sogar durch die Schule von Dorotkaja. Morgens werden die moldawischen Kinder unterrichtet, am Nachmittag die Kinder aus Transnistrien. Von jeweils eigenen Lehrerinnen. Eleonora unterrichtet die transnistrischen Kinder. Ein gefährlicher Job. Das ist eine besondere Schule. Was ist die Situation hier? Es ist eine Schule mit einer besonderen Geschichte. Die separatistischen Behörden aus Tiraspol haben im Jahr 2002 einen Teil des Landes besetzt. Schulunterricht in rumänischer Sprache wurde in Transnistrien verboten. In transnistrischen Schulen mit russischer Unterrichtssprache wird heute immer noch der sowjetische Lehrplan verwendet. Im Geschichtsunterricht werden viele Sachverhalte falsch wiedergegeben, Dinge gelehrt, die so nie stattgefunden haben. Und in ihren Schulbüchern betrachten sie Transnistrien als Territorium Russlands. Aber wie soll ich sagen? Die Grundhaltung der Schulen in Transnistrien richtet sich gegen alles, was europäisch oder amerikanisch ist. Gegen die ganze Welt. In den Schulen wird Hass gelehrt. Wie groß ist Ihr eigenes Risiko? Einmal wurde ich festgenommen. Ich habe eine Woche im Gefängnis von Tiraspol verbracht, das Gefängnis vom KGB von damals. Sie haben versucht, mir Angst zu machen, damit ich meine Lehrstelle in der Schule aufgebe. Aber ich habe nicht aufgegeben. Damals war es sehr grausam hier in Transnistrien. Menschen verschwanden. Die OSZE, die involviert waren, suchten nach uns. Auf dem Fußballplatz von Dorotkaja sind alle gleich. Die Schüler aus Moldawien genauso wie die aus Transnistrien. Ihr seid also alle aus Transnistrien? Alle Mädchen und Jungen hier. Und wie würdet ihr die Situation im Moment beschreiben? Wir haben Krieg und müssen trotzdem jeden Tag zur Schule. Ihr nennt es Krieg? Ja. Und warum geht ihr hier zur Schule? Es gibt doch auch Schulen in Transnistrien. Diese Schule gibt uns eine Zukunft. Mit Russisch können wir nur in Russland studieren. Wir wollen aber nach Amerika oder Rumänien. Aber die russische Propaganda sagt euch doch, dass Amerika böse ist. Wir schauen kein Fernsehen. Wir gucken kein Fernsehen, weil die Sender sind gesperrt. Und weil es Propaganda ist? Ja. Sind eure Eltern für Russland? Ich habe Verwandte in Russland, aber es ist...
Geht so. Kompliziert? Wir haben Angst und gehen vielleicht ins Ausland, um in Frieden leben zu können. Was ist euer großer Traum? Wohin wollt ihr gehen? Ich möchte nach Amerika. Warum? Amerika ist ein Traumland. Am 24. Februar, habt ihr die Explosionen hier hören können? Ja, natürlich. Wie war das? Hattet ihr Angst? Als es begann, hatten wir große Angst und wir haben überlegt, das Land zu verlassen. Der Krieg schien so nahe zu sein. Wir wollten uns in Sicherheit bringen. Wir packten alle unsere Sachen. Viele haben überlegt, das Land zu verlassen, um in Sicherheit zu sein. Die ganze Welt ist schockiert über diesen russischen Angriffskrieg. Sie gehen unglaublich aggressiv und brutal vor. Woher kommt das? Was glauben Sie? Es ist ihre Bildung. Und sie ist erbarmungslos und hart. Viele Jahre lang hat man ihnen beigebracht, alles um sie herum zu hassen. Wann hat sich die Atmosphäre verändert? Wann haben Sie gemerkt, da ist etwas im Gange und es könnte wirklich schlimm werden? Wir haben diese Dinge schon Anfang der 2000er Jahre wahrgenommen. Die Schuld an der jetzigen Situation tragen die Politiker, sowohl in Europa als auch in der ganzen Welt. Damals, als das uns in Moldau passierte, als die Russen 92 den Krieg begannen, als sie unsere Menschen schlugen, als sie uns verhafteten, haben wir auf diese Dinge aufmerksam gemacht. Aber wir waren allein in diesem Kampf. Die Ukraine stand damals auf der Seite Russlands. Im Laufe der Jahre gab es viele Konsultationen mit europäischen Politikern, um auf unsere Situation hinzuweisen. Aber es hat sie nicht interessiert. Ich würde Politiker, die Putin all die Jahre gewähren ließen, vor den Internationalen Gerichtshof bringen. Sie sind verantwortlich für die vielen Toten in der Ukraine. So ist das. Can you see it? There's something in the light that's twinkling low. Seit dem Krieg wurde der Hafen von Djurdjulesti an der Donau zu einer wichtigen Versorgungsader für die Ukraine. Die Grenze ist nur einen Steinwurf entfernt. Weil der Hafen von Odessa immer wieder von Raketen getroffen wird, läuft der Transport von Kraftstoff und Waren fast nur noch über Moldawien. Endlose Lkw-Schlangen auf unserem Weg nach Odessa, dem Tor zur Ukraine. Eine Stadt im permanenten Alarmzustand. Spuren des Krieges sieht man in Odessa an jeder Straßenecke. Das Zentrum wurde bereits mehrfach bombardiert. Russische Drohnenangriffe haben die Perle am Schwarzen Meer schwer getroffen. An friedlichere Zeiten erinnert die Bäderarchitektur, wenigstens auf den ersten Blick. Die Stadt ist berühmt für ihre vielen kleinen Erholungsoasen und ihre Schönheitskliniken. Sie arbeiten als Arzt hier? Jetzt als Militärarzt. Aber vorher waren Sie auch Arzt hier an dieser Klinik? Ja, ich bin hier plastischer Chirurg. Welcher Bereich? Brust, Bauch, Arme und Beine und alle Arten von plastisch-rekonstruktiver Gesichtschirurgie. Das wird gebraucht. Gibt es hier generell einen großen Markt für Schönheitsoperationen? Vor dem Krieg durchaus, ja. Und jetzt mitten im Krieg auch? Geht das weiter? Es nimmt wieder zu. Die Bevölkerung hat sich an den Krieg gewöhnt. Es gibt wieder ein Bedürfnis nach Schönheit, nach Selbstbewusstsein. Glauben Sie, dass es hier irgendwann wieder ein normales Leben geben wird? Nach allem, was man diesem Land angetan hat, was auch Sie hier erlebt und gesehen haben. Das vergisst man nicht.
Es wird lange dauern, bis man diese Dinge verarbeitet. Das Problem ist ja nicht nur das Aussehen, sondern auch das erlebte Trauma. Oft kommt es bei Patienten zu Spätfolgen, in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Sexualität. Das alles zu verarbeiten, wird Jahrzehnte dauern. Haben Sie russische Freunde? Sehr viele. Aber nur drei haben gefragt, wie es mir geht. Die meisten schweigen. Der Chirurg Alexander konnte diesen Männern ihr Gesicht zurückgeben und ihre Würde. Doch die seelischen Wunden kann auch er nicht heilen. Bilder des Krieges, die uns hier sehr nahe gehen. Die meisten dieser Männer sind tief traumatisiert. Dennoch waren einige bereit, vor der Kamera zu sprechen. Wobei ist das passiert? Was war das für eine Situation? Wir haben unsere Stellung verlassen. Neben dem Gebäude gab es dann eine Explosion. Ich wurde mehrere Meter weggeschleudert. Ich habe Verbrennungen und Splitter abbekommen. Wie haben Sie die Situation in Mariupol erlebt? Sehr unterschiedlich. Wir waren in einem Industriegebiet, zwischen Fabriken, aber dann auch in der Stadt. Naja, wie soll ich das erklären? Wir mussten immer in Bewegung bleiben, durften nicht stehen bleiben. Es gab ständig Beschuss aus der Luft und durch Granatwerfer. Wir haben versucht, uns zu verstecken, mussten uns aber gleichzeitig verteidigen. Das war schwierig, da die Russen uns sehr massiv angegriffen haben. Erst mit Panzern, dann die Infanterie. Wir hatten nur Handfeuerwaffen. Später verließen wir auf Befehl das Stahlwerk. Das Rote Kreuz war dabei, als wir in Gefangenschaft kamen. Mitte Mai letzten Jahres wurden alle Leute rausgebracht und interniert. Wie lange? Am 7. März wurden wir befreit. Also 9 Monate. Und wie sind Sie dort behandelt worden? Am Anfang, als wir in Gefangenschaft gerieten, hatten wir große Angst. Später, nach ein paar Monaten, wechselten die Aufseher. Die waren humaner. Es war akzeptabel. Es war natürlich nicht angenehm dort. Sie wissen schon. Wie erklären Sie sich diese Gewaltbereitschaft der Russen, diesen Hass auf Leute wie Sie? Die sind davon überzeugt, dass es ihr Land ist. Sie sind gekommen, um uns von den Nazis zu befreien. Das glauben sie anscheinend. Sie erzählen es unentwegt. Es ist ihr Narrativ, ihre Linie, an die sie sich halten. Haben Sie Familie? Ja, ich habe eine Familie. Eine Tochter, 11 Jahre. Sehen Sie Ihre Tochter regelmäßig? Ja. Aber meine Frau ist noch in Gefangenschaft. Sie war in einer anderen Einheit, auch in Mariupol. Haben Sie Kontakt zu ihr? Nein, leider gar keine Informationen. Es wurde bestätigt, dass sie in Gefangenschaft ist. Aber wo und wie es ihr geht, ist nicht bekannt. Wie kriegen Sie diese Bilder, die Dinge, die Sie gesehen haben, wie kriegen Sie all das aus dem Kopf? All diese Dinge kann man nicht vergessen. Du versuchst einfach, weniger darüber nachzudenken. Vitali, was ist Ihnen widerfahren? Was ist passiert? Bei einem Angriff wurde meine Nase abgerissen, mein Rücken und die Hand wurden auch verletzt, durch eine Mine. Wo war das? In welcher Situation? Bei Cherson. Und was für eine Situation? Was ist da passiert? Da war so eine Baumreihe am Feld. Wir stürmten in Gruppen vor und gerieten unter Mörserbeschuss. Sie haben uns extra näher kommen lassen, um uns dann besser angreifen zu können. Was haben Sie vor dem Krieg gemacht? Waren Sie immer schon Soldat? Bauarbeiter. Im März 2022 ging ich zur Armee. Und wo war Ihre letzte Baustelle, die letzte Arbeitsstelle vor dem Krieg? In Moskau. In Moskau?
Das heißt, Sie haben wahrscheinlich viele russische Bekannte, Freunde, wenn Sie dort gearbeitet haben. Hatte ich, ja. Aber wie kann ich diesen Menschen noch ins Gesicht schauen, die mich umbringen wollen? Wie geht's jetzt weiter? Wie viele Operationen haben Sie noch vor sich? Eine OP, dann zurück zur Front. Wissen Sie schon, wohin? Wieder in meine Einheit, meinen Sturmtrupp. Haben Sie keine Angst davor, im Zweifel auch ums Leben zu kommen? Man ist ein Idiot, wenn man keine Angst vorm Sterben hat. Aber was soll man machen? Was haben Sie vor dem Krieg gemacht? Ich war Seemann. Was denken Sie darüber? Wie gehen Sie damit um, dass sich Ihr Leben in so kurzer Zeit so dramatisch verändert hat? Das geht nicht anders. Flucht ist keine Alternative. Sie kommen sonst immer weiter hinterher. Die Russen halten erst an, wenn sich ihnen einer in den Weg stellt. Das ist die imperialistische, sowjetische Erziehung und ihre Mentalität. Die machen weiter, bis sie einer aufhält. Wie lebt man in einer Stadt unter Dauerbeschuss? In Odessa gehen nur noch wenige in die Schutzräume, wenn nachts die Sirenen heulen. Im vergangenen Jahr traf eine russische Rakete ein 16-stöckiges Wohnhaus. Es gab viele Verletzte. 8 Zivilisten starben, darunter auch ein Baby. Ilonas Familie hat den Angriff überlebt, doch der Schock sitzt tief. Am Karsamstag, nachmittags um 2:30 kamen die Raketen und schlugen auch in Ilonas Wohnhaus ein. Die 4. und 5. Etage wurden am schlimmsten getroffen. Ilona, was ist hier passiert? Moment, mir kommen die Tränen. Am 23. April hörten wir plötzlich einen furchtbaren Knall. Wir haben uns sehr erschreckt, liefen in den Flur und dann ins Treppenhaus. In Panik begann ich, den Schlüssel zu suchen, aber den hatte mein Mann zuvor mit rausgenommen. Wir sind dann, wie wir waren, in Socken raus aus der Wohnung und setzten uns ins Treppenhaus. Wir wussten überhaupt nicht, was passiert war. Ich habe das nicht verstanden. Nur, dass es wohl irgendwo in der Nähe war. Aber ich hätte nie geglaubt, dass es unser Haus getroffen hat. Dann rief ich meinen Mann an. Ich wusste ja, dass er hier irgendwo auf der Straße war. Ich machte mir Sorgen. Ich habe ihn dann erreicht und war sehr erleichtert. Er sagte, sieht so aus, als sei unser Haus getroffen worden. Wo ist die Rakete genau eingeschlagen? Das wurde schon repariert. Sie müssen hier ein Stück rumgehen. In der 4. und 5. Etage, da war ein riesiges Loch. Ich kann es Ihnen auch zeigen. Was ich zum Schluss noch gerne wissen würde, können Sie nach allem, was passiert ist, noch in Ruhe schlafen? Also, wenn Luftalarm ist, wenn meine Warn-App das anzeigt, dann klopft mein Herz. Wenn wir lesen, dass Raketen hier in der Nähe fliegen, verstecken wir uns jetzt immer in der Tiefgarage. Nicht mehr einfach hinter Wänden in der Wohnung. Wir gehen in die Tiefgarage. Das Kind weiß das auch schon. Timoschka, was muss man bei Luftalarm machen? Sich verstecken. Wohin gehen wir uns verstecken? Tiefgarage. Er weiß das. Gewappnet sein für alle Fälle. Dazu gehören Stromgeneratoren für den nächsten Blackout. Und das Wissen um den nächstgelegenen Schutzraum. Irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Ich treffe Victoria. Sie ist Managerin eines Luftschutzkellers. Ein ganz neuer Beruf. Und eine neue Bestimmung. Eigentlich sollte hier eine Bank einziehen. Jetzt schützen die meterdicken Stahlbetonwände Menschenleben statt Vermögenswerte. Schutz und Notverpflegung für bis zu 140 Menschen. Hier unten gibt es alles, was man braucht, um bei einem Angriff ein paar Stunden in Sicherheit zu verbringen.
Am Anfang sollte es ein Hilfszentrum für Geflüchtete und ihre Kinder werden. Das war am Tag 4 des Krieges. Aber der Keller war voller Müll. Es gab keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Dann haben wir entschieden, hier einen Luftschutzkeller einzurichten. Das heißt, hier unten war es schon oft voll, voller Menschen. Ja, das hier war alles voller Menschen. Das war vor allem am Anfang, als es Luftalarm gab? Jetzt kommen vor allem Kinder. Zu Kriegsbeginn kamen auch Erwachsene hier runter. Manchmal übernachteten sie hier, teils auch mit Kindern. Wer hier in der Nachbarschaft wohnte, kam hierher. Was haben Sie vorher gemacht? Ich bin Bankerin. Und Sie haben hier oben gearbeitet? Ich bin Regionaldirektorin und wollte hier oben eine Bankfiliale eröffnen. Aber dann kam der Krieg. Wenn Sie Ihr Leben früher mit Ihrem Leben jetzt vergleichen, was geht Ihnen dann durch den Kopf? Ehrlich gesagt, ich lebe in zwei Welten. Eine hier, die andere erlebe ich, wenn ich die Treppe nach oben steige. Hier helfe ich den Menschen und Soldaten. Aber wenn ich dann die Treppe hochgehe, ist es ein ganz anderes Leben. Und glauben Sie noch daran, dass irgendwann mal alles wieder so wird, wie es mal war? Ja, 100%. Natürlich, natürlich, unbedingt. Zurück in Moldawien. Mein nächstes Ziel ist die autonome Region Gagausien. Nur knapp 160.000 Menschen leben hier. Russland, wir sind mit dir, hat jemand auf die Straße gesprüht. Und dazu das Z, Symbol der Unterstützung für den russischen Krieg. Gagausien, wie ist die Lage da? Gagausien ist eine autonome Region innerhalb der Republik Moldau. In der Bevölkerung ist der Anteil orthodoxer türkischstämmiger Gagausen recht groß. Leider waren die Menschen in dieser Region lange Ziel russischer Propaganda. Der Einfluss war schon sehr groß. Aus diesem Grund gibt es dort immer noch große Sympathien für Russland und für pro-russische Parteien. Schon 2014, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, kam es in Gagausien zu einem Referendum, das sich grundsätzlich gegen die moldauische pro-westliche Politik und Außenpolitik richtete. Seit dem Beginn des Krieges im vergangenen Jahr gab es wieder vermehrt separatistische Bestrebungen, die aber glücklicherweise unterbunden werden konnten. Mithilfe der Türkei, die eine wichtige Rolle in dieser Region und in der Gesellschaft spielt. Wir stehen jedoch weiterhin vor der Herausforderung, Gagausien stärker an Moldau zu binden und die Menschen zu integrieren. Hier ist die Sprache ein zentraler Aspekt. Denn obwohl die Gagausen eine eigene, eng mit dem Türkischen verwandte Sprache haben, spricht die Mehrheit Russisch. Nicht, wie man vermuten könnte, Gagausisch oder Rumänisch. Seit dem Krieg wachsen auch die separatistischen Tendenzen in Gagausien. Die meisten Bewohner vertrauen russischen Nachrichten und übernehmen die Propaganda. Gegen die EU und für eine engere Anbindung an Russland. Auch der Bürgermeister von Kopchak hält spürbar Distanz. Was ist Ihre Perspektive als Bürgermeister? Pro-europäisch oder pro-russisch? Zur jetzigen Situation in der Region kann ich Folgendes sagen. Die Länder der EU spielen die größte Rolle für uns, wenn es um die finanzielle Unterstützung geht. An zweiter Stelle steht die Türkei. Danach kommt Russland. Und in diesem Krieg sind Sie eher auf der Seite der Ukraine oder auf der Seite der Russen?
Unsere Bevölkerung in Gagausien ist grundsätzlich pro-russisch eingestellt, was vor einigen Jahren in einem Referendum bestätigt wurde. Ist Wladimir Putin eine Gefahr für Moldawien? Es geht nicht darum, dass die derzeitige Situation für die Republik Moldau gefährlich ist. Es geht darum, dass sie die ganze Welt bedroht. Es wäre zu einfach zu sagen, der eine hat Recht und der andere ist schuld. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese Dinge gemeinsam verhindern können. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, damit umzugehen. Alles andere hängt nicht von uns ab. Von uns hängt ab, was für einen Wein wir in diesem Jahr produzieren. Wenn Gott uns Regen schenkt. Regen für eine reiche Ernte. In Kopchak hat ein besonderes Relikt aus der Sowjetzeit überlebt. Eine Agrarkolchose, ein landwirtschaftlicher Großbetrieb. LPG nannte man das früher in der DDR. Wein, Getreide und Gemüse exportiert das kleine Gagausien nach Transnistrien und trotz des Embargos auch nach Russland. 400 Menschen arbeiten dafür Hand in Hand. Ein wichtiger Arbeitgeber in Kopchak, auf den viele stolz sind. Wie heißen Sie? Ivan. Sie sind hier der Boss. Ivan ist der Boss. Boss sagt man bei uns nicht. Hier bei uns nicht. Kein Boss. Der Boss sitzt in Amerika. Boss sagt man in Amerika? Joe Biden ist der Boss? Und wie sieht's mit Putin aus? Putin ist so. Ja? Putin, oh, hi. Ja, okay. Okay, what do you think? Was denken Sie über Biden ist Schrott. Und Sandu sollte man ablösen. Sandu sollte nach Amerika gehen. Die amerikanische Schlampe. Ihr arbeitet hier in der Kolchose? Ja, wir arbeiten dort alle zusammen. Alle? Ja, alle. Sie sind gerade einer Brigade begegnet. Das ist unser Brigadeführer. Er ist der Boss. Ein kleiner Boss. Wer ist verantwortlich für diesen Krieg? Maidan ist schuld. Wenn man ausländische Politiker ins Land holt, passiert genau das. Sie ziehen die Menschen in den Krieg. Es ist nicht die Schuld der Bevölkerung. Amerika ist schuld. Amerika will Moldau, die Ukraine und Russland erobern, damit sie das Land bekommen. Bitte sehr. Die Amerikaner wollen euer Land? Aber sicher. Wozu? NATO. Und warum hat Putin die Ukraine angegriffen? Das war kein Angriff. Dort ist ein Teil der russischen Bevölkerung. Was war besser in der Sowjetunion? Alles kostenfrei. Die Zigaretten waren billiger. Studium, Krankenversicherung. Ich arbeite in der Brigade und verdiene einen anständigen Lohn. Die jungen Menschen von heute können ihre Familien nicht ernähren und gehen weg. Irgendwohin. Früher waren Menschen gebildeter hier. Heute gehen die intelligenten Menschen weg. Und was denkt ihr über Recep Erdogan? Erdogan ist super. Ein guter Kerl? Er ist einer von uns, unser Blut. Mein Eindruck ist, dass unglaublich viele Kräfte an diesem Land zerren, die Türkei, Russland, Rumänien, alle mit ihrer eigenen Agenda. So drastisch würde ich das nicht formulieren. Moldau bildete schon immer eine Art Übergang zwischen dem Westen und Osten. Historisch haben wir schon immer gute Beziehungen zu vielen Partnern unterhalten. Und wussten, damit umzugehen. Heute ist Moldau ein kleines und friedliebendes Land.
Natürlich wünschen wir uns alle, dass sich das gesamte Land entwickelt. Können dies aber nur erreichen, wenn wir in den Schoß der europäischen Familie zurückkehren. Der gagausische Sonderweg. Nicht ganz einfach zu verstehen. Die türkischstämmigen Gagausen sind vornehmlich pro-russisch, kommunistisch und gläubig. Der christlich-orthodoxe Glaube verbindet die autonome Region mit dem Rest Moldawiens. Ich will mit dem Priester der Dorfkirche sprechen. Der Bürgermeister kündigt uns schon an und gibt dem Kirchenmann direkt noch ein paar Instruktionen für das Gespräch mit auf den Weg. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Rolle der Kirche in Ihrer kleinen Gemeinschaft? Es war schon immer so. Gäbe es keine Kirche, gäbe es auch keine Gemeinschaft. Heutzutage ist das sehr wichtig. Wenn es die Kirche nicht mehr gäbe, wird auch unser Volk sterben. Was ist ganz generell in Ihren Augen die größte Gefahr für unsere Gesellschaft? Ich würde gern deutsche Familien sehen, die drei oder mehr Kinder haben. Als Priester führe ich die Trauung nicht durch, bevor ich nicht alle aufgeklärt habe. Wenn das Ehepaar zur Zeremonie kommt, müssen sie versprechen, 5 Kinder in die Welt zu setzen. Es gibt Menschen, die sagen, dieser Krieg sei eine große Tragödie. Aber noch schlimmer sei die russische Propaganda. Was denken Sie darüber? Wir wohnen 3 Kilometer von der Ukraine entfernt. Das bedeutet, dass wir auch ukrainische Propaganda hören. Millionen von Menschen in der Ukraine gehören der christlich-orthodoxen Konfession an. Sie werden aus der Kirche rausgeworfen und die Priester werden geschlagen. Es gibt sogar Todesfälle. Mit diesem Wissen schaut man mit anderen Augen auf das ukrainische Fernsehen. Auch dort wird nicht die Wahrheit gesagt. Die russische Kirche ist sehr wichtig, um diesen Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen. Ist Ihnen das bewusst? Das ist eine Übertreibung. Das Fernsehen zeigt auch hier ein falsches Bild. Das entspricht einfach nicht der Realität. Es sagt das, was im Interesse der Politik ist. Anstatt fernzusehen, sollten alle mehr miteinander sprechen und mit Priestern reden. Denjenigen in Moldau, die russische Propaganda schauen, schlage ich vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und zu beten. Am besten Ohren zuhalten. Kümmere dich um deine Dinge. Vielleicht ist aber auch das Gegenteil richtig. Wenn man so deutlich aufgefordert wird, wegzuhören, sollte man vielleicht ganz besonders genau hinhören und auch hinsehen. Es sind viele Kräfte, die an Moldawien zerren, die Unfrieden stiften. Doch es gibt auch Hoffnung. Ich habe alte und junge Moldawier getroffen, die das Versprechen auf einen demokratischen Rechtsstaat ernst nehmen. Die sich nicht beirren lassen von Propaganda, Spaltung und Angst. Für mich sind Sie die Zukunft Moldawiens. From strangers to friends.